und willkommen zurück hier bei Wildy Flowers. Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Wildy Flowers. Ich habe mir das Spiel jetzt gekauft, weil ich dachte, ja, das macht Spaß. Den Zuschauern scheint es auch zu gefallen und ich begrüße auch gleichzeitig alle neuen Abonnenten. Hier gibt es immer wieder mal ab zu was Neues und ja, hier bei Wildy Flowers geht es jetzt auch gleich weiter. Interessanterweise, wenn man die Demo gespielt hat, kann man, wenn man das Originalspiel dann kauft, das kostet momentan so um die 20 Euro, gibt es aber am Sale meistens so um 16, ein bisschen günstiger. Ich sag mal, für den Umfang des Spiels und was man alles machen kann, ist das ein fairer Preis. Und wenn man die Demo gespielt hat, kann man direkt mit seinem letzten Spielstand fortsetzen. Man muss also nicht komplett neu anfangen, das finde ich immer sehr komfortabel. Da kann sich auch so manch andere mal eine Scheibe von abschneiden, wo man dann komplett neu machen muss alles. Und wer will schon immer das Tutorial zweimal durchmachen oder komplett alles neu? Ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es cool, ich kann nämlich zeige hier weitermachen. Wir sind jetzt hier auf diese geheimnisvolle Lichtung angekommen mit unseren, ja, Zaubererfreunden, obwohl wir ja jetzt noch nicht so ganz hier aufgenommen worden sind. Wir sollen mit diesem Fuzzi hier sprechen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Wahrsager. Was bitte? Mein Name lautet Wahrsager. Ich sage wahr. Achso, kein Lügwager, Sager. Das ist natürlich schön. Du sagst immer die Wahrheit? Ich sehe sie. Mit der Maske? Okay. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Wahrsager? Du ganz geheuer, scheint dir das nicht so sein. Okay. Bist du der Wahrsager? Ja, das haben wir jetzt festgestellt. Ja, ich bin der Wahrsager. Das bin ich. Ja, jetzt wissen wir jetzt. Auch wenn ich selbst nicht immer die Wahrheit sage. Ach, der Witz ist aber auch. Na gut. Weißt du, du hörst dich ein bisschen an wie... Du weißt nicht, wer ich bin. Ich trage eine Maske. Hör mal, willst du hier hocken und Ratespiele spielen oder mehr über Magie wissen? Magic! Großartig, ich werde dir die Kunst der Zauberformel beibringen. Nicht ganz leicht. Hat ein bisschen Akzent, ne? Wenn du es versaust, wird dir vom Außerstaub nicht mehr viel übrig sein. Das hört sich für den Anfang ein bisschen gefährlich an. Nur für närrische Eingeweihte, die keine Anweisungen befolgen. Ist das ein Hinweis? Hör jetzt gut zu. Bist du bereit? Wo kriegt man diese Masken? Ich bin bereit. Großartig. Ich will, dass du jede Menge Holz hackst. Was? Was? Gut, dass sie das auch sagt. Mach Papier draus. Bitte? Alles klar. Dafür brauchst du eine Papierpresse. Stell sie in deinen Werkzeugschuppen. Klar, die hat ja auch jeder sonst. Ich bestelle mir die meisten immer bei eBay. Wie soll mir das helfen, Zauberformeln zu verfassen? Alles zu seiner Zeit. Das wirkt aber auch nur teilweise gruselig, okay? Einer von uns hat offensichtlich nicht alle Tassen im Schrank. Langsam glaube ich, ich bin es, weil ich auf dich höre. Ich mag keinen Realismus. Der Wahrsager braucht aus irgendeinem Grund Papier. Ja, das finde ich... So leicht ironisch finde ich ja gar nicht so, gut, so schlecht, so gut auch, aber... Wer bist du, du Fuzzi? Verzeihung, eure magische Herrlichkeit? Hohe Priesterin reicht völlig, weißt du. Oh, okay, also, Hohe Priesterin, wie lange gibt es diesen Hexenzirkel schon in Fairhaven? Hexen wurden schon immer von ihm angezogen und deswegen gibt es diesen Hexenzirkel bereits seit vielen, vielen Generationen. Zwei wahrscheinlich. Okay. Wir sollen langsam mal ins Bett, immer dieses ins Bett gehen. Ah, jetzt haben wir das hier auch freigeschaltet. Jetzt haben wir nur noch hier den Nebel. Aber hier kommt man ja nicht durch. Vielleicht haben wir jetzt in der Vollversion die Chance, da auch hinzugeraten. Ja, macht mal schön euer weiter eure Süppchen hier. Da bist du. Ich heiße dich auf dieser Versammlung willkommen. Ja. Das sind also die Suppenwillis hier. Das, was sie eben noch machen könnten in solchen Spielen, liebe Entwickler, immer diese Tastensteuerung, das ist so unglaublich altmodisch. Macht's doch einfach mit der Maus. So, und nicht jeder spielt hier mit dem Gamepad. Miezekatze, kommst du hier? Hey,
Miezekätzchen. Gehört die wohl? Das wissen wir auch nicht, oder? Hier wächst diese Pflanze anscheinend wieder. Das Ding können wir auch mit. Komm, wir sacken ja erstmal alles ein. Wir kommen eh nicht mehr ins Bett heute. Mal sehen, ob wir ohnmächtig werden irgendwann. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Wir sollen jede Menge Holz hacken. Was macht man nichts lieber als das? Um 1.40 Uhr in der Nacht im Wald Holz hacken. Als Mädel mit Rock. Oh, ich hoffe, das Holz wurde mitgeliefert. Freitag. Oh, mit seiner Augenringe. Oh, gut, ach, du bist wach. Wach würde ich das jetzt nicht nennen. Der Bürgermeister hat heute Morgen eine Versammlung einberufen. Wir sollten schauen, was er dieses Mal für einen Wirbel veranstaltet. Glaubst du, es gibt irgendwelchen Ärger? Ja, hoffentlich nicht, aber das werden wir schon rausfinden. Dann mal los, Oma. Mir nach. So, dieser Otto, ne, dieser Bürgermeister. Hallo? Die Tür war jetzt nicht so einfach zu finden, okay? Folge Oma. Ihr seid lustig. Soll ihr folgen? Warum bin ich hier morgen noch unterwegs? Na gut, ist eine alte Dame. Da sollte man natürlich auch ein bisschen. Ich laufe mal wieder zurück, bis ich eingeholt habe. Jetzt bleibt die stehen. Oh, Oma. Da sind wir ja schon. Hurra! Blümchen wachsen überall. Wird schon gearbeitet. Ding, kann ich nicht läuten. Schade. Können wir Tauben verscheuchen. Das kann noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. So, können wir jetzt halt ein bisschen Brot kaufen. Jetzt müssen wir natürlich auch den... I'd better follow Grandma to the town hall. Aber ich will ein leckeres Brot haben. Verdammt. Na gut. Dann gehen wir mal ins Rathaus. Oh. Ganz ruhig, alles zusammen, ganz ruhig. Ich weiß nicht. Also, der Bürgermeister ist mir irgendwie unsympathisch. Obwohl das ein Deutscher ist. Hier sind ja alle Charaktere irgendwie aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent. Also ist ja sehr abwechslungsreich hier eigentlich gestaltet, das ganze Spiel. Sehr divers. Und ja, auch sehr modern, auch quer. Also von daher muss man sagen, hat man sich doch hier an den neuesten Standard zugehalten. Bin ich auch nicht schlecht. Ich habe euch zusammengerufen, um eine dringende Angelegenheit zu besprechen. In unserer geliebten Stadt Fairhaven sind einige sehr seltsame Dinge vor sich gegangen. Ach ja? In unserer Gemeinschaft ist etwas am Werke und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich auch nicht. Aber wer auch immer es ist, er oder sie, hat nicht gerade Fairhavens Wohl im Sinne. Wo weiß er das? Oh, mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mir auch nicht. Ich habe nachts im Wald seltsame Lichter gesehen. Warum bist du nachts im Wald? Ja, und Leute in Roben und Masken, die sich nach Sonnenuntergang umtreiben. Ja, ja gut, ihr wisst genau, was ich meine. Moment mal, dafür gibt es sicher eine rationale Erklärung. Amira, okay. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass die Stadt keine Heimat für Handlanger und Herumlungerer wird. Herumlungerer, okay. Ich bitte euch alle, die Augen nach Hinweisen auf Unheilstifte offen zu halten. Wenn ihr etwas entdeckt, dann meldet es mir. Ganz bestimmt nicht. Oder mir, wenn euch das lieber ist. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in Fairhaven Angst haben muss. Also, ist das zu fassen. Bürgermeister Otto. Soft für die Wirtschaft, eher soft im Kopf. Stellt sich da mit seiner Etepetete-Frau hin und wirft mit wüsten Anschuldigungen um sich. Oh, du bist sogar noch wütender, als ich dachte. Er kann den Leuten noch nicht vorschreiben, ihre Nachbarn auszuspionieren. Haben die wirklich so große Angst, dass sie allen misstrauen? Wovor haben die denn Angst? Wieso kann was passiert? Vielleicht könnten wir Eintracht zaubern, damit alle nett zueinander sind? Ich wünschte, es wäre so einfach. Aber nur weil man ein Problem mit Magie lösen kann, heißt das nicht, dass man es auch sollte. Thomas könnte Hilfe aus seiner Erfahrung gebrauchen.
Ich weiß, dass jemand Bohnen bei ihm bestellt und er nicht genug davon angebaut hat. Das war jetzt ein Themenwechsel. Er ist aber viel zu stolz, um Hilfe zu bitten. Hier, nimm diese Samen. Die sollten seine Bestellung reichen. Sind das magische Bohnen? Ach, Himmel, nein. Aber es würde nicht schaden, ihnen einen kleinen Schubser zu geben. Das interessiert mich, die Bohne. Oma möchte, dass du grüne Bohnen anbaust, um Thomas bei der Erledigung einer Bestellung zu helfen. Ja, die Bohne. Zack, die Bohne. Ja. Bin ich schon mit allen hier gequatscht? Du bist erst vor kurzem eingetroffen, nicht wahr? Hat Otto dir schon das Kennenlernspiel veranstaltet? Die Gestik ist lustig. Ah, aber natürlich, ich sah es an der gute Gelegenheit, mich vorzustellen und der Stadt den Auftrag der Liga näher zu bringen. Der Liga. Bevor ich mich versah, hatte ich 4 neue Mitglieder. Aha, Liga, Fußballliga, Footballliga. Hier möchte jemand Fliegenpilze haben. Ich brauche Fliegenpilze. Warum? Geht dich nichts an? Das finde ich einen schönen Kommentar. Ja, warum auch nicht, ne? Ah, hier unser Fischfangfreund. Der Bruno Soft, der Mann mit dem kleinen Alkoholproblem. Hast du denn auch keinen Barsch gefangen? Denk dran, beim Angeln geht's um Geduld. Nicht aufgeben. Ja, ich habe noch keinen Barsch. Wenn du mich nicht bei meinem Stand antriffst, findest du mich im Wald, am See oder am Strand. Irgendwo da, wo man Angel ich auswerfen kann. Oder natürlich in Damon's Pub. Aber da gibt's für mich nur Ärger von Otto, weil ich wieder zu lange draußen unterwegs bin. Ha. Guck mal, jeder guckt hier ins Spiegel. Links hat die Pride-Flagge, aber ich finde ihn trotzdem nicht hier in unserem sympathischen Typen. Aber es ist nur schade, dass ausgerechnet der Deutsche hier wieder der Böse ist in dem Spiel. Ein bisschen auf jeden Fall. Sonst sind hier wirklich alle irgendwo von anders her. Die sind alle Hautfarben vertreten. Die Leute kommen aus Europa, aus Australien, was weiß ich. Also hier ist so jedwas dabei. Sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Ich laufe jetzt einfach nur hier so ein bisschen rum, die Tauben aufzuscheuchen. Und das Spiel ist auch, ja, sehr unspektakulär auch quer eingestellt. Also hier gibt es Charaktere, alle möglichen Ausrichtungen haben, von non-binär, homosexuell, was auch immer. Und es ist einfach so drin. Da wird gar nicht großartig Theater drum gemacht, das finde ich auch sehr praktisch. Weil man könnte da einen riesen Akt draus machen. Oh, guck mal, wie politisch korrekt wir sind. Und hier ist alles LGBT und hier sind alle Leute divers. Und die haben das ganz toll gemacht. Schaut her, wie toll wir das gemacht haben und so weiter. Machen die hier in dem Spiel gar nicht. Ich habe bei meinen Demo-Spielen gar nicht so einen Kopf drum gemacht, dass der eine oder andere Charakter eben homosexuell ist, dass zwei Männer ein Paar sind. Oder ich glaube, die Fleischerin, die ist non-binär, dass sie ein Problem eben hat mit den Pronomen, wie sie angeredet wird und sowas. Das erzählen die Leute einem natürlich in Gesprächen, so wie jeder Mensch dann eben auch über seine Probleme manchmal redet. Vielleicht nicht immer direkt mit jedem Fremden, aber das in diesen Spielen halt so. Du lernst einen neu kennen, ich bin neu in der Stadt, ich erzähle aber gerade alle meine Probleme. So ist es ja meistens. Nee. Aber hier ist es einfach ganz normal. Und das finde ich eigentlich gut in dem Spiel, dass es einem gar nicht so auffällt. So sollte es eben auch sein. Also von daher sehr modern. Finde ich sehr gut. Hallihallo, Neue. Würdest du Hazel etwas von mir ausrichten? Kommt drauf an, was. Sag ihr, dass ich während meiner letzten Schicht kein einziges Glas zerbrochen habe. Okay. Was? Das habe ich mir schon lange vorgenommen. Das ist ein Glasproblem oder was? Demon Blue to Haas. Okay. Dass ich nur wissen, wo ich Hazel finde. Was haben wir denn eigentlich alles in unserem Inventar? Das sind die Samen der grünen Bohnen. Wir haben noch Kartoffelsamen. Wir können noch mal Champignon-Creme-Suppe zu uns nehmen. Die haben wir ja immer in unserem Rucksack in einem Thermobehälter natürlich dabei. Nehmen wir noch mal leckeren Apfelkuchen. Hm. Von diesem Kram haben wir was verkaufen können oder so? Hm. Können wir ja mal gucken. Hallöchen. Lina Dahl Jonsen. Die scheint eher so ein bisschen aus dem Nordischen zu kommen. Gucken mal. Folgendes könnte ich verkaufen. Da habe ich aber nichts von irgendwie. Eine Banane aber. Die hatte ich, glaube ich, schon verkauft. Kann das sein?
Ne, die grünen Bohnen brauche ich ja. Und Blumenkohl ist mir noch nicht über den Weg gerannt. Also ein Ei, Mehl kann nicht angebaut werden. Kürbis? Kann ich nicht anbauen? Was mache ich denn damit? Sonst aufblasen? Nee. Okay, wahrscheinlich bin ich doch nicht weit genug im Spiel, dass ich das darf. Ach, dieser Typ, ne? Mit seinem komischen... Mit seiner Liga. So. Kai Roapilli. Kann ich dem was verkaufen? Kerzen. Wolle. Papier. Also, das muss ich ja eh noch herstellen. Und hier kann ich Schokolade kaufen. Kostet 25. Wie viel Knete habe ich denn? 37. Oh mein Gott, ich bin arm. Was ist das denn? Oh, ich kann schwarzen Tee auch anbauen. Maulbeeren. Oh, kann ich hier selber Seide machen? Safran. Oh, okay. Seidenraub. Tatsächlich. Also ich kann hier auch meine eigene Webstube aufmachen. Interessant. Der hat ja unglaublich viel zu tun, ne? Aber ist ja immer so mit diesen Typen. Ja, mit ihm nochmal quatschen hier. So, ich wollte eigentlich eine Brezen. Wo ist der Brezen für mich? Na. Cupcakes, Muffins, Rezepte für Bäcker. Oh, der Baklava. Oh. Blaubeerpastete, Plunder. Oh, das sieht aber lecker aus. Ich könnte dir nichts verkaufen außer einem Brot. Wenn ich das jetzt hab. Okay. Interessantes Foto. Have you met my boo yet? Hast du schon mal einen Schatz kennengelernt? Sein Laden ist gleich nebenan. Das ist ja schön. Ihr habt einander wohl nie satt, wenn Arbeit und Zuhause nah beieinander liegen. Ja, nein, warum? Hat jemand dort das angedeutet? Also Francis braucht schon mal manchmal seine Ruhe. Das würde mir nur auf die Nerven gehen. Okay. Ups, ich muss auch rausfinden aus dem Laden. Die Schmuckkiste, Francis. Leider sieht man auf der Karte nicht, wer wo ist. Das wäre mir nochmal ein bisschen hilfreicher. Und vielleicht sollten wir jetzt mal unsere Bohnen anbauen gehen. Wo denn hier alles noch? Aha, Seton Calderon. Moretti, okay. Die scheinen ja aus Italien zu sein. Also ist wirklich für jeden was dabei. Schmied Natalia. Ja, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht. Eine Papierpresse. Wohin des Wegs? Papierpresse soll ich machen. Okay. Dann bauen die wieder Wasser. Oh, ich habe noch was drin. Noch einen Tag. Mein Gott, ich habe gefühlt auf Jahre drauf gewartet. Oh. Dass die Dinger mal wachsen. So, jetzt können wir wieder aus voller Kanne gießen. So, wie lange brauchen die noch? Die brauchen wahrscheinlich 2 Tage, ja. Was ist eigentlich mit diesem Komposterde? Da muss ich Unkraut reinschmeißen. Okay, wo kriege ich denn das hier eigentlich? Gartenbeet. Da brauche ich Holz und Erde. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwo Unkraut zupfen oder so. Und diese Papierpresse, da brauche ich wahrscheinlich auch unglaublich viel Material für. Brauche ich Holz eigentlich nur. Okay, sonst nichts. Na, das geht ja noch. Eine Kerzentauchstation kann ich auch noch machen. Also wir machen hier komplett in im Industriebetrieb aus dieser kleinen Farm hier. Rauchen irgendwann hier die Schlote. Gut, dass sie auf der Uni gelernt hat, wie man mit der Axt umgeht. Das sollte man eigentlich in jeder Schule beibringen. Damit die Kinder auf Survival Games vorbereitet sind. Crafting für Anfänger schon in der ersten Stunde. So. Jetzt hat die Unkraut. Ich habe Unkraut gefunden, endlich. I'm all out of strength. Was? Wenn ich was esse, komme ich wieder zu Kräften oder ich versuche es morgen nochmal.
Ach, das sagen wir dem Chef auch immer, aber der will das nicht. So, dann essen wir was. Schlurf. Warte, jetzt den Becher her? Okay. Das stellen wir jetzt mal nicht in Frage. Jetzt hack mal das Holz, Kind. Schlumpf. Und nicht immer... Ja, pass auf, nicht ins Knie hacken. Weiß nicht, ob es hier... Gibt es hier überhaupt ein Krankenhaus? Doch, eine Ärztin haben wir ja. Eine Ärztin haben wir ja. Hier ist Unkraut. Flöpp. Kann man eigentlich diese Steine auch klopfen? Oder einsammeln? Ah, tatsächlich. Ist eigentlich besser, wenn ich einen großen Baum hier fälle. Ne, die kann ich gar nicht fällen. Hier ist nochmal Unkraut. Das ist ein Pilz. Lecker Pilzkin. Das können wir auch mal einsacken hier. Oh, mal ein Stein. Was ist das? Eine Distel. Okay. Wahrscheinlich kann ich nur kleine Bäume hacken hier. Er hat schon wieder keine Puste, die Frau. Mein Gott. Wir müssen auch mal, glaube ich, hier so einen kleinen Trainingsparcours einrichten, die ein bisschen fitter wird hier. So, jetzt können wir Erde herstellen. Okay. Wir könnten jetzt nochmal was von dieser Schampe. Was bringt das eigentlich? Kann ich nicht essen, ne? Kann ich eigentlich irgendwas kochen? Schlopp. Weiß jetzt gar nicht. Habe ich da Rezepte für? Zucker-Sushi könnte ich machen. Wow. Da brauche ich Reis für, okay. Kokosreis. Aha. Pilz-Risotto. Pilz habe ich genug, aber ich habe diesen verdammten Reis nicht. Blumenkohl, was ist das? Marokkanische Karottensuppe. Das sind mal leckere Rezepte, muss ich sagen. Kriegt man direkt Hunger. Brot könnte ich machen. Hatte ich nicht eins? Fischstäbchen. Brauche ich Mehl für? Wofür brauche ich da Mehl? Achso, für die Panade wahrscheinlich. Ich könnte einen Stärkungstee machen. Aha. Und einen Beeren-Smoothie. Den kann man verkaufen. Da muss ich Beeren sammeln. Den könnte ich herstellen. Da brauchen wir Diesel und Grundblumen. Okay. Was ist das hier? Okay, das ist hier noch so eingeteilt. Okay. Was bringt der? Ah ja, das ist hier so Red Bull für Hexen. Ihr kennt's nicht. Stärkungstee. Verleiht Flügel. So, jetzt hack den Maum um, Kind. Aber jetzt zack ich. Wunderbar. Zopp, 4 Holz. So, ups. Jetzt rennt doch nicht immer gegen den Zaunpfahl, Mensch. Ist eine komische Nase. So. Dann, wir brauchen noch die Erde, so. Ja. Dann können wir da jetzt nichts machen. Wen brauchten die? Noch 22 Stunden, 40 Minuten. Ah, gut. Wo ist denn die Oma jetzt eigentlich hin? Also die ist wahrscheinlich wieder irgendwo, naja, die ist in die Richtung gelaufen. Dann hacken wir nochmal was Holz. Zack. Das hier, ja, hier haben wir nochmal Unkraut, dann können wir nochmal mehr Erde, die werden wir wahrscheinlich brauchen. Schon wieder? Okay, also die ist aber sehr viel exhausted hier. Bisschen Skandal. Kann ich irgendwie was sammeln? Da muss man sich ja nur bücken. Okay, das geht zumindest. So, hier mal ein Pilz, wunderbar. Nochmal eine Distel. Wir haben das Gebiet verlassen, das will ich jetzt nicht. Gucken, ob wir hier noch so finden. Was ist das hier eigentlich für ein Gebiet? Das ist ein kaputtes Haus. Mäusen. Hüpf, hüpf, hüpf. Ah, ich sehe, hast du die Scheune gefunden? Das ist die Scheune? Wie sieht die denn aus? Ist der Blitz angeschlagen oder was? Das ist sie. Ich habe nach ihr gesucht, war mir aber nicht sicher. Weißt du noch, als ich Bessie gemolken habe und sie den Milcheimer umgetreten hat?
Ich versteckte mich in der Scheune, weil ich dachte, du seist wütend auf mich. Ach, kein Grund, sich wegen verschütteter Milch den Kopf zu zerbrechen. Oder wegen einer Scheune, die von einem Sturm weggefegt wird, nehme ich an. Ach, ein Sturm war das? Mhm. Ab diesem Moment konnte ich kein Vieh mehr halten. Bis auf die Mäuse. Das bedeutet also, dass hier ist... Ja, der Hühnerstall. Nach Merlins Tod hatte ich keinen Wachhund mehr für die Hühner und eins nach dem anderen verschwand. Ja, so sind die Hühner. Den Stall habe ich zu Feuerholz verarbeitet. Okay, Holzhacken liegt in der Familie. Oh, schade. Glaubst du, wir könnten ihn wieder instand setzen? Ganz bestimmt, aber seit diese alte Ranch verlassen ist, kommt man meilenweit keine Tiere mehr zu kaufen. Bis auf die Mäuse. Würde Bürgermeister Otto sich einmal aufraffen und etwas dagegen tun, wäre es für Parker ein leichtes, diese Gebäude wieder zu reparieren. Okay. Hühnerstall. Wie machen sich Thomas Bohnen? Sie sind doch nicht ganz fertig, Oma. Du solltest sie weiter gießen. Sie kommen schon noch. Ich habe sie noch nicht mal gepflanzt, aber ist auch wurscht. Kartoffeln, wachst du langsam? Das habe ich gemerkt. Es wird schön sein, wenn der Garten wieder voller blüht. Hoffen wir. Kaum zu glauben, dass du die Farm so lange allein führen konntest, Oma. Naja, als Robert starb, hinterließ er alles in einer guten Verfassung und Thomas war eine große Hilfe. Doch viel wichtiger, ich habe gute Gesellschaft vermisst. Oh, Nina kommt ab und an vorbei. Aber dich hier zu haben, ist so schön, meine Kleine. Okay, die ganzen Namen muss ich mir noch merken, wie hier was ist, aber... Okay, hier können wir also demnächst Hühner halten. Ich denke mal, das kann man irgendwann mal reparieren. Dann fängt der Stress an mit Hühnern. Eieiei. Die sind nicht so ganz einfach. Auch im realen Leben. So. Dann gehen wir mal in die Haie. Wir haben ja schon 23:30 hier im Land leben. Ne? Da muss man früh ins Bett. Wir haben hier kein Fernsehen. So, dann gehen wir mal in die Haie. Zeit fürs Bett. Da. Flop. Gut. Gut, dass ihr kein Pyjama braucht. Gott, ich stelle umziehen und ins Bett legen. So. Samstag. Uah. Wunderbar, jetzt können wir eigentlich die Kartoffeln hoffentlich ernten. Da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht in Wildy Flowers, unserem kleinen diversen Örtchen hier. Und wie es hier mit unserer Farm weitergeht, was noch für Abenteuer auf uns warten. Und wir haben ja noch gar nicht wirklich angefangen. Wir sind noch nicht mal richtig in diesem magischen Zirkel. Wahrscheinlich finden wir irgendwann raus, wer diese ganzen Mitglieder da sind. Weil der eine spricht ja schon ein bisschen typisch. Wir müssen eigentlich nur noch mal drauf achten, wer auch so redet. Ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Vielleicht sogar der Fischer, der hat ja auch so einen kleinen Akzent. Naja, das werden wir schon rausfinden. Und hier im Ort gibt es natürlich auch so ein paar kleine Probleme, wie man schon angemerkt hat. Und dieser Otto ist auch ein bisschen komisch. Allein schon, dass er uns da auf diese Kennenlern-Tour da zwangsverpflichtet hat. Naja, und was mit Oma so wird, werden wir auch mal sehen. Bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Vor allem mit den ganzen Geschichten der Leute. Hier wurde ja auch sehr viel auf Story Wert gelegt. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dass ihr weiter dabei seid, dass wir schön. Und dann treffen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Wildy Flowers. Und zupfen die Kartoffeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.